Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Idee von Olympia in NRW, wie Herr Monsi skizziert oder wie sie in der medialen Debatte bislang diskutiert worden ist, wirkt ja erstmal wie so eine Blaupause für die Umsetzung der neuen IOC-Agenda 2020. Also weg von Gigantomanie, mehr Transparenz, Nachhaltigkeitskriterien endlich einhalten, auch sich um die Menschenrechte kümmern und so weiter und so fort. Das finde ich auch richtig. Allein nach den aktuellen Entwicklungen im internationalen Sport erlaube ich mir die kritische Anmerkung, dass mir ein wenig der Glaube fehlt, dass diese IOC-Agenda 2020 auch so schnell mit dem möglichen und dem notwendigen PEP umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, alle einig hier im Haus, dass Nordrhein-Westfalen selbstverständlich die Voraussetzungen hat, Olympische und Paralympische Spiele auszurichten. Wir haben bei diversen Sportgroßereignissen gezeigt, dass wir gute Gastgeberinnen und Gastgeber sind, dass wir auch gute Organisatorinnen und Organisatoren sind, bei der Männerfußball-WM 2006, bei der WM der Frauen 2011, ob es beim Hockey oder der Kanu-WM gewesen ist. Also wir sind ein sportbegeistertes Land und dementsprechend ist es sicher richtig, dass Olympische Spiele auch in Nordrhein-Westfalen stattfinden könnten und im Sportland Nummer 1 sicherlich auch gut angesiedelt wären. Allein reden wir hier tatsächlich von einer jetzt aktuellen Debatte oder handelt es sich vielleicht mehr um ein Spätsommerloch, um eine Scheindebatte? Denn Kollege Bischoff hat auch auf eine ganz entscheidende Sache hingewiesen. Ich habe auch gestern in den Zeitungsberichten entnommen, dass das auch in der CDU-Fraktion unter diesem Vorzeichen diskutiert worden ist. Wenn die Olympischen Spiele 2024 in Europa stattfinden, dann haben wir uns jetzt hier alle gemeinsam einen schönen Sommerspaß gemacht, aber an sich außer Diskussion und Gott sei Dank keine Spesen, aber trotzdem nichts gewesen. Also dementsprechend, darauf sollten wir doch vielleicht erst mal warten. Und um auf Ihre Zwischenfrage an Herrn Bischoff von gerade einzugehen, da würde mich an der Stelle doch noch mal ein etwas detaillierteres Konzept von Herrn Mons interessieren, wie er denn eigentlich diese Vorbereitungen machen will, denn er garantiert uns ja, das wird ohne einen Pfennig Steuergeld passieren. Auch da bin ich gespannt auf die konstruktiven Antworten, wie das im Detail tatsächlich aussehen soll. Denn bislang hat es noch keine olympischen Bewerbungsvorbereitungen gegeben, ohne dass nicht in erheblichem Maße öffentliche Gelder dafür eingesetzt worden sind. Das machen alles Ehrenamtler und die üblichen Sponsoren. Genau. Ich glaube aber, in der aktuellen Debatte kommt es auch weniger auf unsere politischen Willensbekundungen ein. Denn unterm Strich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir uns Olympische Spiele als Sportpolitikerinnen und Sportpolitiker vorstellen können. Doch um auch noch mal auf Sie einzugehen, Herr Kerbein, die Umfragesituation in Hamburg haben doch gezeigt, dass am Anfang auch in Hamburg die Menschen begeistert waren von der Idee. Aber nach hinten raus, wenn es konkret wurde und als auch gezeigt wurde, dass das was kostet, da hat die Zustimmung für Olympische Spiele bei der Bevölkerung stark abgenommen, bis hin zu der negativen Entscheidung in der Bürgerbefragung. Und das ist doch genau das, worauf wir eingehen müssen. Bevor wir eine Olympia-Bewerbung angehen, müssen wir als Politik doch aktiv einfordern, dass sich an den Dingen, die massiv kritisiert worden sind, auch etwas ändern. Denn was doch im Zentrum steht der Ablehnung der Menschen für Olympische Spiele, sind doch nicht die Sportlerinnen und Sportler, sind doch nicht das Sportevent, sondern die gesamte negative Begleitmusik und die massive Glaubwürdigkeitskrise, in die nicht nur IOC und FIFA geraten sind, sondern leider auch mit dem DFB ein deutscher Spitzenverband bei der ganzen kruden Vergabegeschichte um die WM 2006. Und das gilt es doch noch mal aufzuarbeiten. Und auch da sehe ich aktuell nicht wirklich viel Bewegung beim IOC und bei den anderen Weltverbänden. Denn die Olympischen Spiele hätten doch die Möglichkeit geboten, in dem ganzen Dopingskandal ein Zeichen zu setzen und sich vielleicht doch anders gegenüber einem Staatsdopingsystem wie dem russischen zu positionieren. Was hat der IOC-Präsident gemacht? Gar nichts. Er hat die Verantwortung abgewälzt auf die einzelnen Fachverbände und dementsprechend eine große Chance vertan. Und auch die Neuwahl des UEFA-Präsidenten, eines Funktionärs, den vorher keiner kannte, der aber aus dem System Sport kommt, scheint mir persönlich wenig dazu angetan, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Und das ist doch eine wichtige Debatte, die wir an der Stelle führen müssen, um die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger auch zurückzugewinnen. Denn Olympische Spiele sollen doch nicht für uns sein. Und das, was wir uns irgendwie vorstellen könnten, was unsere Träume und Wünsche sind, sondern Olympische Spiele müssen endlich wieder für die Athletinnen und Athleten sein und auch für die Menschen, die ja schließlich in den Stadien auch für die Stimmung sorgen sollen.
Mir fällt nach unserer Sportausschussreise nach Berlin auch ein, welche aktuelle Debatte wir uns vielleicht als erstes vornehmen sollten, wenn wir über Transparenz und Good Governance sprechen. Und zwar die aktuelle Debatte um die Spitzensportförderung, die Reform der Spitzensportförderung. Denn da wäre auch für den DOSB und für das Bundesinnenministerium eine Gelegenheit, Good Governance noch mal neu zu präsentieren und zu zeigen, dass man Partizipation und Transparenz auch endlich ernst nimmt und dass man diese Kritik verstanden hat. Vielen Dank. Vielen Dank.